der größte League anschauen. Der größte League in der Weltgeschichte. Oh, es geht sogar um GTA. Perfekt, perfekt. Der große League vor 3 Monaten ist einfach an mir vorbeigegangen. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt war ich noch inaktiv. Gut. Theft Auto. Es ist wahrscheinlich einer der legendärsten Videospielreihen. 100%. Wenn mich jemand fragen würde, dein Favorite Game all time, es wird immer die GTA-Reihe sein. Egal ob 4, San Andreas, ob Vice City, ob 5. Und ich hoffe, 6 wird auch dazugehören. Ey, stellt euch mal vor, GTA 6 wird ein Flop, Leute. Oh mein Gott, sehr schlimm. Das wäre sehr, sehr schlimm. So alles voll mit Bugs und nichts funktioniert. Aber das kann man sich nicht vorstellen bei Rockstar Games, weil die haben noch nie sowas gemacht. Niemals, ne? Kann nicht, ne? Bei Rockstar Games irgendwie so, da hat man keine Angst. Wenn jetzt so EA direkt so, bei EA gehst du schon eh, du kaufst das zwar, aber dann denkst du so, okay, ja, wir wollen mal probieren, auf Glück. Glücksspiel so, EA ist Glücksspiel. Oder so Ubisoft manchmal. Aber bei Rockstar Games, Frage berechtigt heutzutage, 100%, aber bei Rockstar Games auch heutzutage ist ja nie was passiert so. Abwarten. Ja, richtig abwarten. Jemals die große Gaming-Welt betreten sollten. Deswegen brauchen die ja aber auch, ne, man muss ja auch sagen, die sind jetzt schon über 10 Jahre, 11 Jahre jetzt dran. Aber Leute, wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Gefühlt war vor 2 Wochen erst Silvester und wir haben jetzt bald den 4. Es ist bald Mitte 2024. Gefühlt war es vor 2 Wochen Silvester. Das heißt, wir warten jetzt noch vielleicht ein bisschen. Wir warten jetzt noch ein bisschen und nächstes Jahr, Anfang nächsten Jahres, kommt schon GTA 6, Jungs. In der Theorie. Nur in der Theorie. Die meinten ja Anfang so März, April kommt GTA 6. Nur in der Theorie. Wenn ich jetzt ein Jahr offline gehen würde, also so inaktiv sein würde, dann würde ich ein geiles Comeback zu GTA 6 ablegen. Wisst ihr, was ich meine? 2025 kommt es ja. Anfang 2025. Das wäre ja auch geil. So GTA 6 kommt raus, ich bin auch da. Nur mal angenommen. Oder sollen wir bis GTA 6 noch durchziehen? Nicht gut? Nein? Okay, Tamam, ich bin ruhig. Alles gut, Chat. Alles den gut. Ersten beiden Teilen, welche aus heutiger Sicht wie ein nostalgisches Browser-Game von Spieleaffe.de aussehen, bis hin zu GTA 3 mit damals noch revolutionärer 3D-Grafik. Me gusta Skeleton. GTA 4, welches Dennis, danke dir für den Prime. Teilweise besser ist als der Nachfolger. Und in dem nicht gerade wenig Zeit damit verbracht wurde, mit den Ingame-Cheats rumzuspielen. Oh shit! Son Goku! Und natürlich GTA 5. You're a naughty boy. Go I hit a woman for the first time in my. Das war auch richtig geil immer zu anzuschauen früher. And I'm having fun. Ein Mix aus. Wo so ältere Leute oder Eltern so GTA gespielt haben. Zerstörbaren Zügen. Oh, fuck. Hauptcharakteren mit leicht psychopathischen Drängen. Digga, war das gerade Trevor in Real Life? What's yours? Einem Online-Modus, der absolut nicht zu Konflikten aufruft. Oppressor MK2 Griffers have small pee-pee. Und mittlerweile so alt, dass im Ladebildschirm. Wer hat das denn auf Fiverr gebucht, Alter? 4. I got the new iPhone 14 Pro. Und jahrelang vereinigte die Spieler genau eine Frage. Wo bleibt GTA 6? Grand Theft Auto 6. Fuck ja! Es gibt mittlerweile YouTuber, die sich ihre halbe Existenz darauf aufgebaut haben, über angebliche GTA 6 Leaks und Hinweise zu reden. GTA 6 Easter Egg. GTA 6 Photo. Is this the GTA 6 Leak? GTA 6. Rockstar Blatant. Warte, was war da gerade für ein Leak? Is this the GTA 6 Leak? Isle of Vice City? Guck mal hier. Aber was ist das hier für ein Leak? Ich verstehe nicht. 29.04. kommt das vielleicht. Ja, 2019. Die werden ja nicht das Jahr schreiben. Vielleicht kommt das am 29.04., aber die werden ja hier natürlich keine 25. schreiben, weil sonst wäre es viel zu auffällig. Deswegen schreiben die 19. GTA 6. Rockstar blatantly. Um 19 Uhr, ja. Teased GTA 6. GTA 6 ist zu einem nicht existierenden Geisterschiff geworden. Ein Schiff voll mit Leuten, die behaupten, sie hätten GTA 6 auf magische Weise. Welches GTA ist dein Favorite? Ich muss ehrlich sagen, GTA 4 und dann 5. Aber 4 war schon sehr krass, muss ich sagen. Und San Andreas auch. Aber San Andreas war ich noch so jung, da habe ich viele Sachen. Man hat dann einfach gezockt. Wisst ihr, was ich meine? Habt ihr auch so Games, die ihr als Kinder, so kleine Kids gezockt habt? Und irgendwann habt ihr das wieder gezockt und dann habt ihr erst manche Sachen verstanden. Sie von heute auf morgen in ihrem Postfach liegen gehabt. Is this real? I have... Guck mal, der... It's real. Er will die Leute verarschen. Der hat das einfach in so eine alte Xbox 360-Packung gemacht. Digga, das ist auch echt respektlos hier, Alter. Das hättest du echt ein bisschen... 2, 1...
I have GTA 6. There it is, people. Training your adopted dog. Ist das hier die GTA? Glaubst du, GTA 5 wird aussterben, wenn GTA 6 rauskommt? Ja, 100%. Außer RP. RP-Gefangene wird es immer geben. So, das kriegt man da nicht mehr los. Das ist wie Habbo Hotel und Meeting. So, da wird es immer Leute geben, die da drin leben. So, und ihr Stuff da drin machen. Aber ich werde auf jeden Fall GTA 5 auch nicht mehr anrühren dann. Und auch kein 6, auch kein Dings hier. Nicht GTA 6, sondern kein GTA 5 und kein RP. Kein RP anrühren. Dann wird nur 6 durchgegrindet. GTA 6 Map oder vielleicht das hier. Mein Vater arbeitet bei Rockstar Games und hat mir gesagt, dass die GTA 6 Map ein perfektes Update von 2, ja. Nordfrankreich ist. Guys, what is going on over in France? Wusstet ihr, dass es in GTA 6 Autos geben wird? Did you know that the next GTA will be better than the last GTA? Der eine unangenehme Typ, der ein feindlicher Ingame-NPC seit Jahren auf irgendwelchen Live-Events spawnt, um nach Infos für das kommende GTA 6 zu fragen. Ja, spielt Grand Theft Auto 6? Nein, wieder. Sag mal, können Sie jetzt bitte das Set verlassen, aber ganz schnell. Und das haben so Das Ding ist, der Typ ist schon so irgendwie 7-mal aufgetaucht in so vielen Shows, Bruder, und hat immer wieder gefragt, wo bleibt GTA 6? Was ist mit GTA 6? Bringt GTA um nach Infos für das kommende GTA 6 zu fragen. Ja, spielt Grand Theft Auto 6? Nein, wieder. Guck mal der, Sag warum mal. Hat er das gemacht? Wieso schüttet man Wasser auf ihn respektlos? Ja, ne? Können Sie jetzt bitte... Was denkst du denn hier? Was denkst du hier, das ist eine Präsidentenbesprechung hier gerade? Ihr redet über Fußball, Digga. Natürlich hat GTA 6 Vorrang. Fußball ganz nach hinten. Fußball unter GTA 6 seine Eier. So, jetzt hab ich's gesagt. Lassen, aber ganz schnell. Und das am Sonntagmorgen, du. Doch jahrelang gab es bis auf einen einzigen Nebensatz im Jahre 2022 von Rockstar Games keinen einzigen Hinweis. The moon was 6 centimeters across. Und es juckt den Leuten in den Finger. Denn GTA 5 ist nach Minecraft das meistverkaufte Spiel aller Zeiten. Das Spiel ist erst ab 18 zugelassen und spielt mit dem Reiz des Verbotenen, sagen Medienwissenschaftler. Heißt, Rockstar Games darf ich will die Mod auch haben. Sich ordentlich auf dem Erfolg ausruhen. Und genau das taten sie. Ja, auch. Natürlich taten die das. Guck mal hier, guck mal, 17. September 2013. Ich bin damals noch in den GameStop gegangen mit meinen Eltern, damit ich das Spiel überhaupt abholen durfte. Damit ich überhaupt das Spiel haben konnte, mit diesem Poster noch damals. Vorne war Trevor und hinten war dann so eine Olle drauf. Ich musste mal umdrehen. Ich habe Trevor drauf gemacht, damit ich da nicht diese nackte Frau, damit ich keinen Ärger bekomme, wenn ich ein Bild von nackter Frau habe in meinem Zimmer. Deswegen immer auf sicher Trevor mit diesem Hund. Yes! Nee, nicht Trevor, Franklin war das. Why did I move here? No! I guess it was the weather. GTA 5 ist mittlerweile so oft auf verschiedenen Konsolen in so vielen verschiedenen Versionen rausgekommen, dass man lange Zeit dachte, dass wir in 20 Jahren auf der PlayStation 10 Wollen wir das mal ein Rennspiel, ja, ja. Immer noch GTA 5 spielen werden. You rotten fucker. Die meisten GTA-Spieler mussten damals wahrscheinlich ihre Eltern am Kragen zum Mediamarkt mitschleifen, ja. Um GTA 5 zu... Ich vermisse das auch ein bisschen. Guck mal, das gibt's halt jetzt nicht mal. Die meisten werden das halt jetzt nicht mal mehr über GameStop oder weiß ich nicht, die werden dann nicht hingehen und dieses CD so physisch in der Hand halten, sondern es wird halt so, ja, PSN-Store, kurz Dings, Apple Pay oder was weiß ich, kurz ein PayPal, Stach, dann lädt's runter und fertig. War schon ein cooleres Feeling damals. Wenn sie es nicht auf irgendeine Weise von woanders besorgt haben. GameStop sterben auch in Germany leider krass aus, Bro. Ja, Digga, gut so. Die haben mich damals gut abgezogen als Kind. Ich bin da mit 40 Spielen hingegangen. Die haben mir 8,20 Euro gegeben für diese 40 Spiele. Und ich dachte, boah, ich hab Geschäft meines Lebens gemacht. Sollen die Bruchgänger mal nachholen? Ich schwöre auf alles, Alter. Ich habe eine Playsy gekauft damals für, weiß ich nicht, 200 irgendwas Euro. Ich gehe da hin, sagen die, wie viel bekomme ich? Sagen die, ja, 100, 109 Euro, 108 Euro. Hä? Na, ich schenke die dir, Bruder. Willst du meine Unterhosen und meine Socken auch haben? Ich wollte schon meine Socken ausziehen im Dings. Ich wollte dir meine Kleidung geben, noch meine letzte. Das letzte Spiel von Rockstar ist mittlerweile auch schon wieder Jahre her. 2018 kam das Spiel namens Red Dead Redemption 2. Geil. Howdy, cowboy. Holy shit. Was nicht gerade selten als Meisterwerk betitelt wird. Bro, kommt GTA 6 nicht für PC? Kommt, aber erstmal bringen die für die Konsolen GTA 6 raus. Also für PS5, die neue Xbox, für die neue Generation. Und dann wahrscheinlich erst nach ein Jahr, anderthalb Jahre kommt für PC raus. Ja. Und zudem. Holy shit. Was? Die Kuh muss ja auch mehrmals gemolken werden, ne? Ist das gleiche Spiel wie GTA 5. Nicht gerade selten als Meisterwerk betitelt wird. Oh, it's a new baby!
Und zudem ist Rockstar Games einer der paar überlebenden Entwickler in der heutigen Gaming-Industrie, die es wie auch immer geschafft haben, kein einziges Spiel fehlerhaft rauszubringen. Who, me? No, never. Außer natürlich die Trilogy-Version von vor 2 Jahren, aber reden wir lieber nicht drüber. Habe ich auch gekauft, war ich voll drauf gehypt, aber war irgendwie gar nicht mal so geil, wie ich dachte. Ich dachte so, okay, die bringen so eine remastered geile Edition raus, aber irgendwie, weiß ich nicht. Hey, get yourself a beer or something. Heißt, der Hype für dieses Spiel nahm im Jahre 2022 astronomische Ausmaße an. Doch für die Fans wirkte es so, als wäre GTA 6 ein Titel, welcher noch in... Es wird kein GTA-RP geben für GTA 6. Doch, ich glaube, es wird RP geben bei GTA 6, aber erst Jahre später. Denn GTA, also denn Rockstar Games hat ja auch jetzt irgendwie 5M aufgekauft oder Anteile oder so, ich weiß nicht. Aber irgendwas haben die mit denen zu tun. Die haben sich irgendwas auf jeden Fall von denen geholt. Doch, 5M gehört ja Rockstar Games, ja. Deswegen, also die werden das ja nicht ohne Grund kaufen, so wenn die eh schon, die brauchen die Entwickler, die haben wahrscheinlich irgendwas vor. Die wollen weiter selber was machen. Entfernung liegt, liegt, liegt. Doch plötzlich im September 2022 ein dunkler Himmel, der sich über das Hauptgebäude von Rockstar Games legt. The right man in the wrong place can make all the difference in the world. Das Internet wird wie von einem Meteoriteneinschlag. Wenn alles funktioniert, ja, und das sind ja dann Rockstar Games Devs, so weißt du, die gehören zu denen, das heißt, die müssen abliefern. Da wird es keine Faxen geben mit, du steigst ein Auto ein, auf einmal buggt das rum oder es leckt oder so, das gibt's ja dann nicht. Neuen Grand Theft Auto 6 liegt beschert. Und die erste Reaktion war natürlich, okay, lustig, das ist der dritte diesen Monat. Doch diesmal war die Footage krass. Echt. Crazy. Das hat mich auch schockiert, Alter. Ich war damals noch ein... Ich weiß gar nicht, ich war schon am PC, wo ich das erfahren habe. I was crazy once. 90 Minuten crazy. Gameplay-Aufnahmen von einer noch nie gesehenen GTA 6-Version. Ein unbekannter Datenhacker verschaffte sich irgendwie Zugang zu den internen Rockstar-Servern und teilte zahlreiche Videos der Pre-Alpha-Version von Grand Theft Auto 6 schamlos mit dem ganzen Internet. Das ist so krass, dieser Junge, der hat einfach alles auseinandergenommen. This is unreal? I don't think it's fake, though. Diesmal war es wirklich geschehen. Es war der größte Leak der ganzen Gaming-Geschichte. Live vor den Augen aller Menschen. Er dachte, das wäre Promo. Nein, irgend so ein 12-Jähriger, 13-Jähriger hat da alles geleakt. Oder 16, ich weiß nicht, wie alt der war. Hat der nicht eine dicke Strafe bekommen? Der sitzt jetzt in so einem Knast, also in so einem Krankenhausknast irgendwie. Der hat lebenslänglich bekommen. Ja, Digga, Rockstar Games macht da keinen Spaß. 16 Jahre alt. Ciao. Der sitzt da jetzt erstmal. I've got chills. Nein? Lebenslänglich oder nicht? Ich weiß nicht, der sitzt auf jeden Fall seine 10 Jahre. Der sitzt lebenslänglich? Ja. Das ist halt echt hart, Digga. Das finde ich auch zu hart, Digga. Das ist trotzdem ein... Der war halt einfach jung, 16 Jahre alt so, aber der wird wahrscheinlich früher... Der wird bestimmt früher rausgelassen irgendwann. Vielleicht so in 10 Jahren oder so. Vielleicht ja dann GTA 7 raus, dann kann der Leaks über GTA 7 machen direkt. I had tears in my eyes when I first saw this. Holy crap, the mother of all gaming leaks. GTA 6. Das Internet steht. Mit 32, der macht nächste Leak über 7. Grand Theft Auto 6 leaked. For real. Video game leaked. Grand Theft Auto. Leaked footage. Leaks. Wow. Leak. Biggest leak. That leaked GTA 6. GTA 6. Ah. Die Leak. Der Gameplay. Von Freudentränen bis zu Empörung bis zu High-Quality-Memes war alles dabei. Die vor kurzem gestorbene Queen stand plötzlich wieder von den Toten auf, um sich die GTA 6 Leaks anzugucken. Since I have passed away, I should now become a skin in Fortnite. Kriege wurden an diesem Tag beendet, Nationen haben sich wieder vereinigt und all das unter dem großen Licht. Der Weltfrieden wurde hergestellt, weil GTA 6 einen Trailer rausgehauen hat. Von GTA 6. The GTA 6 leak is the closest thing we have to world peace. Erst gab es die Leute, die durch die Leaks überhaupt das erste Mal erfuhren, dass ein neuer GTA-Teil in Arbeit ist. Leute, die sich darüber lustig machten, welch unglaublich schlimmes Schicksal den Hacker bald treffen wird, weil Rockstar noch heute eine ausgebildete Armee von Anwälten auf den Daten liegt. Also Rockstar Games Anwälte, da hast du keine Chance, Digga. Die buttern die mit Millionen voll, Bruder, die kriegen alles hin. Die kriegen alles hin. Wenn du die anfängst, die kacken zurück in dein Gesicht. Heraussenden wird. Gut. Und die Scheiße wird dein ganzes Leben an dein Gesicht kleben. Du kriegst sie auch nicht mehr weg. Morgen, Rockstar Games. Der Hacker hat sofort eine 100-Sterne-Wanted-Leiste über seinem Kopf schweben. Ja, okay, Digga.
manche Leaks auch so schlecht bei TikTok und so und Co. Ich sag euch ehrlich, dass... Nicht mal Saul Goodman kann den Hacker jetzt noch verteidigen. I believe that until proven guilty, every man, woman and child... Verwirrung darüber, was dieser wie Minecraft-Koordinaten aussehende Quellcode in der oberen Ecke da macht. Thanks, CJ. I see your rap. Redditor, die sich über das riesige Hinterteil der GTA 6 Protagonistin freuten und ihr direkt ein ganzes Subreddit widmeten. I hope GTA 6 has sex. I want to get fucked by a guy as Lucia. I have no doubt that Reddit is improving my life. Leute, die den Hacker in den Himmel lobten und wahrlich vergötterten, weil er die es von Ungeduld plagenden Fans endlich von ihrem Leid befreite. Ich glaube, sie halten mich für irgendeine Gottheit. Analytiker, die sich... Digga, ich sehe auf TikTok GTA 6 Gameplay Leak. Das ist Gameplay von Watch Dogs 2 Armen ab. Das Ding ist, man guckt auch die ersten 20, 30 Sekunden, man denkt, boah, okay, warte, man hat dieses Kribbeln so, oh mein Gott, kann das wirklich was sein? Und dann sind das irgendwelche alten Spiele, die so Reshade drauf haben. Jeden einzelnen Frame anschauten und ewig lange Posts auf Reddit veröffentlichten, während andere schon über GTA 7 redeten. This game right in my hands, GTA 7. Und viele wollten sich möglichst nicht spoilern lassen oder haben aus Solidarität Rockstar Games unter jedem Leak markiert, damit die Videos wieder so schnell wie möglich runtergenommen werden können. At Rockstar Games. Kannst vergessen, wenn es einmal drin ist, kriegst du nicht mehr raus. Doch es war bereits zu spät. Das ganze Internet war voll mit einer halbfertigen Version von GTA 6. Und eine extrem große Anzahl an Leuten haben sich darüber beschwert, dass das Spiel schlecht oder gar Das hat mich auch so getriggert, das ist erstmal die Ansicht der Devs, die haben wahrscheinlich noch nichts gemacht zu dem Zeitpunkt für die Grafik etc. Und das ist, wie lange ist das her? Die Leaks, die geleakt wurden letztes Jahr, waren ja aber auch schon 3-4 Jahre alt oder so? Die waren ja auch schon 4 Jahre alt. Ja, 4-5 Jahre alt. Gebt euch das mal. So, das heißt, es wurde erst geleakt. 4-5 Jahre später, wer weiß, was jetzt abgeht. Fertig aussehen würde. Für Ubisoft-Verhältnisse würde das schon fast als ein fertiges 60-Euro-Sequel durchgehen. Doch für einen riesigen Titel wie GTA 6... Aber die Leute denken halt nicht nach. Die sehen das ja... ...Videos laut den Leuten eben ganz schön minderwertig. Boah, wie sieht das jetzt wohl aus? Ja, vielleicht ist der Junge ja aus dem Knast, kann er mit seinem Handy auch noch weitermachen, irgendwie hacken und so ein paar Sachen droppen. Ich weiß nicht, der sitzt ja eh lebenslänglich, dann kann er uns noch weiter befüttern. Spaß, war nur ein Spaß, macht er niemals. Es war nur ein Joke, Leute. Satire, Twitch. Satire. Respectfully, it looks very, very unfinished. You're doing a great job. Must be fun being the town idiot. So you're saying they had 10 years to develop this game and it still looks like shit. Why does this look unfinished and buggy? Ja, ihr fucking Dunkies, das Spiel sieht unfertig aus, weil das Spiel unfertig ist. Das ist wie, als würde ich in die Küche eines Restaurants laufen und den Chef fragen, warum das Steak noch nicht fertig gebraten ist. gutes Beispiel, ich schwöre. Das Gebäude, was gerade gebaut wird, sieht aus, als würde man es gerade bauen. Oh Gott, was ein schlechtes Gebäude. An nichts können. Deswegen sind die auch nicht in den weil die am Leben vorbeilaufen. Vollidiot nur hier. Die größte Kritik der Leute bestand darin, Kranplätze müssen verdichtet werden. Dass die Grafik ja angeblich das erste sei, was in einem Videospiel fertig ist. Ja, nur noch von Norwegen und Vollidioten hier umgehen. Die gezeigte Footage ziemlich minderwertig aussehen für so einen großen, gehypten Titel. Wir alle scheitern mal. Wir alle machen Fehler. Die Aussage war natürlich so weit von der Realität entfernt, dass noch am gleichen Tag wohl einer der am schnellsten viral geht. Warum spielst du nicht mehr GTA? Ich warte auf GTA 6. Denn Copypastas geboren wurde. Education is important. Don't miss school, please. Und hier eine Weisheit. Triggert niemals einen Videospielentwickler. I'm gonna import a first-person shooter, set the graphic style to AAA, then finally just click the make multiplayer button. In Fakt ist die Grafik nämlich das allerletzte, was in einem Videospiel fertiggestellt wird. Und um genau das zu zeigen, erlegten zahlreiche Entwickler aus unbezahlte Promo fürs Game, der Leak war gar nicht so schlimm, ja, aber trotzdem, ein Junge hat dadurch jetzt gefühlt sein Leben verloren, weil er einfach nur im Knast sitzt. Qualität ihrer eigenen Spielprototypen auf Twitter, um den Leuten zu zeigen, wie unglaublich grauenhaft Spiele in der Entwicklung so aussehen können. Game developers everywhere, inspired by the GTA 6 leak and the public response, are sharing early, sometimes never before seen looks at their games, long before they became the games that we played at launch. Die Crewmitglieder aus dem Spiel
nee, Mosch. Sea of Thieves. Captain! War ein anderer Clip. Sahen in ihrer Anfangsphase so aus, als hätte irgendjemand eine Packung Tic Tacs geöffnet und ins Spiel übertragen. This is what The Last of Us looked like in pre-alpha. Bastion, yeah. First in. Early Reinhardt charge. In Horizon Zero Dawn waren die riesigen Dinos am Anfang eine Mischung aus farbigen geometrischen Formen, als hätte sie ein Kind mit den Würfeln aus dem Ärzte-Wartezimmer zusammengebaut. This is what Control looked like in pre-alpha. Throw me. Guck mal, deswegen halte ich auch nichts davon, so. Am Anfang fand ich das cool, wenn Spiele so Alphas oder Betas raushauen, aber inzwischen wird das so abused und auseinandergenommen, dass man sich schon direkt denkt, wenn ein Spiel released wird und da steht Alpha, denkst du dir so, ah, okay. Das war auch bei dem The Forest-Teil jetzt, wo der rausgekommen ist, war das ja auch irgendwie eine Beta oder so, der neue The Forest-Teil. Dann denke ich mir so, wartet einfach lieber. Cyberpunk war nach Release genauso scheiße. Ja, und Cyberpunk, weiß ich ganz genau, damals wurde das so gehypt, als wird GTA 6 rauskommen. Digga, dann bist du reingegangen, erst ein Jahr später oder so, war es richtig spielbar. Große Studios von zahlreichen AAA-Games vereinigten sich plötzlich, um dem Internet zu zeigen, dass die Grafik der GTA 6 Leaks für ein noch ziemlich lang entferntes Spiel extrem gut aussieht. It looks like shit. I agree, this does. Die Rockstar Games Aktie machte daraufhin einen ganz schönen Satz nach unten. Immerhin ist so eine massive Sicherheitslücke eine dicke rote Flagge für Investoren. Die haben so viel Geld verloren, Alter, durch diesen Leak. Weil einer hat eben gesagt, kostenlose Werbung. Es war keine kostenlose Werbung. Die haben sehr viel Geldverlust gemacht, wahrscheinlich. Und exakt einen Tag später. Eigentlich müsste man das jetzt kaufen. Ja, also wer jetzt. Nee, ich will hier keine Empfehlung geben. Ich habe mich nämlich am meisten selber mit Krypto und Aktien und weiß ich nicht was. Aber ich könnte mir vorstellen, auf jeden Fall, ich drücke es sehr, sehr vorsichtig aus. Ich könnte mir vorstellen, dass das GTA, also Rockstar Games Aktie auch bei Release, dass da sich auf jeden Fall was tut. Könnte ich mir vorstellen, wäre logisch, aber I don't know. Kam ein Statement von Rockstar. Fuck y'all, we canceling this shit now. Wie zu erwarten, waren die Entwickler extrem enttäuscht über den Leak. Es war wie ein Tritt in die Eier. Doch zeitgleich würden sie sich von dem Leak nicht irritieren lassen und arbeiten weiterhin fleißig am kommenden Spiel. Und hier zeigt sich auch die Schattenseite von Game Leaks. In den meisten Fällen gewinnt hier keiner. Die Programmierer vom Spiel sind enttäuscht, weil ja, Leute gnadenlos. Gibt euch das mal, Alter. Guck mal, wir lachen hier zwar, wir freuen uns, wir finden das vielleicht auch geil, wenn wir was sehen von GTA 6, aber diese Devs, die da seit 2014, 15 dann da wieder sitzen und angefangen haben, für dieses Spiel zu arbeiten, oder was muss das für ein Gefühl für die sein, Alter, wenn die das sehen? Ja gut, die werden trotzdem natürlich bezahlt, ne? Ist jetzt nicht so, dass sie jetzt Geld verloren haben etc., aber ich glaube, das ist auch schon ein Schlag in die Fresse. Das unfertige Werk in der Luft zerreißen. Watch Dogs 2 Copy. Und geleakte Story-Infos helfen nicht gerade viel. Die denken, Alter, ich habe 10 Jahre an diesem Kunstwerk gearbeitet und 2 Jahre bevor das Kunstwerk rauskommt, hat irgendein 16-Jähriger uns gefickt, der hat alles geleakt, der hat uns auseinandergenommen. Bei Spannung für ein kommendes Spiel aufzubauen. Nun hat es der Firma grundlegend geschadet. Ja, das hat es. Hat es den Hype um GTA 6 erst so richtig losgetreten oder sogar noch weiter entfacht? Wahrscheinlich hat es das. GTA 6 is coming! Ich meine, das Statement wurde einfach mal so über Nacht zum meistgelikedsten Gaming-Tweet auf der ganzen Plattform. Und wie gesagt, so getan ließ sich Rockstar nicht vom Leak irritieren. Mit einem Amazon Fire Stick, das verstehe ich bis heute noch nicht, wie das passiert. Ja, nur ließ die Fanbase mit dem GTA 6 Trailer im... Dezember mit einem ziemlich gespannten Gefühl und Staunen zurück. Geil, Digga. Schade, dass nicht da war, Chat. Sag euch ehrlich, das wäre so ein Moment gewesen, den hätte ich gerne auch mit dem Stream so mit euch geteilt, wo der Trailer rauskam. So am besten, so wenn ich gerade live gewesen wäre und dann hätte man so gesehen, okay, der wurde jetzt geliebt. Aber leider war ich zufällig zu dem Zeitpunkt inaktiv. Okay, also, der ganze Leak war ein ziemlich großer und plötzlicher Schock. Innerhalb ein paar Stunden war auf einmal das Ganze... Was denkst du, in welchem Monat? Ich sag, es kommt raus am 29. April 2025. Internet voll mit Footage und Memes über den sogenannten GTA 6 Hacker. Doch um zu verstehen, wie es dazu kommen konnte, schauen wir uns die Geschichte vielleicht mal aus einer anderen Perspektive an. Doch erstmal Werbung.
Tauch ein in die wunderbare Welt von Honkai Star Rail. Erstmal Werbung. Tauch ein. Honkai Star Rail. Honkai Star Rail ist es kostenlos. Honkai Star Rail. Honkai Star Rail, spiel einfach drauf los. Free to play auf allen. Wenn es an diesem Datum rauskommt, 50 Euro Donation. Yusufu So. Yusufu So. Ich merke mir deinen Namen. Du musst Harambe retten. Dezember wäre viel zu fresh. Das wird Rockstar Games nicht machen. Die würden das nicht noch so Ende 2025 hinkratzen. So. Ich glaube, das kommt schon im Frühjahr. Die meinten ja auch im Frühjahr. Deswegen gehe ich so aus 29. April. Boah, stellt euch vor, das stimmt einfach. Und in einem Jahr schauen wir uns diesen Clip hier an, wo ich sage, 29. April 2025 kommt das Spiel raus. Oh, der hat schon Namen geändert. Der ändert direkt Namen. Wenn das am 29. rauskommt, auf einmal, der heißt nicht mehr so. Der heißt ganz anders, damit ich ihn nicht mehr identifizieren kann. Spiel vielseitige und einzigartige Charaktere. Mobile Game des Jahres. Es ist das beste Spiel, was ich jemals gespielt habe. Und auch das einzige Spiel, was ich jemals gespielt habe. Detailreiche und taktische Kämpfe. Neue kommende Helden wie Ruan May oder Dr. Ratio. Die verklagen dich wegen Datum-Leak. Ich bin auch im Knast bald lebenslänglich, weil ich hier Dings Datum geleakt habe. Ja. Los, wach auf. Die Zukunft von Honkai Star Rail liegt in deinen Händen. Honkai Star Rail, Honkai Star Rail, es ist kostenlos. Honkai Star Rail, Honkai Star Rail, spiel einfach drauf los. Honkai Star Rail, Honkai Star Rail. Was passiert hier? Ist das wirklich ein Ad? Honkai Star Rail, Honkai Star Rail, ich esse gern. Hol dir mit dem Link in der Videobeschreibung 50 Stellare Jade. Werbung Ende. Es ist der exakt 1.3.2022 und die Firma Nvidia, die Grafikprozessoren herstellt für Geldbeträge, von denen man sich ganze Häuser kaufen kann, wird gnadenlos gehackt. Nvidia. Hackerangriff auf Nvidia. Boah, das habe ich gar nicht mitbekommen. Hacked. DLSS Source Code. Was ist da passiert? Incredibly concerning, obviously. The world's largest cyber war is happening right now. Eine Hackergruppe namens Lapsus verschaffte sich Zugang zu den Daten und erpresste die Firma ganz professionell über Telegram um einige Millionen Dollar. Was? Was, Bruder? Das ist ja voll an mir vorbeigegangen. Die haben Nvidia gehackt und die erpresst um Millionen. Was hätten die sonst gemacht? What? La Pussy. Der Kopf der Bande, ein britischer Junge namens Arion Kurtai. Arion, 17 Jahre alt. Ey, was ist mit... Was ist denn los, Bruder? Das kann doch nicht sein, dass immer so 14-, 15-Jährige... diese ganzen Firmen so auseinandernehmen, Bruder. Das kann doch nicht sein. Das geht doch gar nicht. Rockstar Games, Nvidia. Man denkt, das sind immer so Anonymous, so kranke Hackergruppen so. Wisst ihr so, die sind schon alle älter, die haben Erfahrung, 20 Jahre, die haben in der Firma gearbeitet. Wie? Wie, Bruder? Wie, Bruder? Deutlich zu viele Fotos mit Fischen drauf. Fischteleport. Hat Autismus und ist laut seinem Vater ziemlich gut mit Computern. Nachdem er mit seinen Freunden, die alle um die 17 Jahre alt waren, Nvidia hacken konnte, wurden fast alle Mitglieder der Gruppe noch im gleichen Monat von der Londoner Polizei gefasst. Oha, oha. Sein Vater sagte dazu, er dachte, er würde nur irgendwelche Computerspiele am PC spielen. Vielleicht irren sie sich auch gewaltig. Doch war seinem Vater nicht klar, dass sein Sohn aus Spaß irgendwelche Firmen um Millionen Euro erpresst. Doch der Gruppe ging es nicht. Ey, Bruder, das ist so krass. Der Sohn ist aber nicht in den Knast gekommen, oder? Der ist ja noch viel zu klein, glaube ich. Um das große Geld. Man wollte einfach unter seinen Freunden mit seinen Hacking-Erfolgen angeben und die Idee, irgendwelche Milliardenfirmen auf Telegram zu verarschen, hat ihre Augen funkeln lassen. Scheiße, ja, Bruder. Halt's Maul, du Lappen. Daraufhin bekam Ar... Aber nur durch und durch 17 Jahre, wie zu klein, Bro, 17 Jahre, er war 17, aber was hat denn der jetzt bekommen? Arion Bewährung. Bewährung, in der er laut den Auflagen kein Internet benutzen durfte. Also hieß es ab sofort irgendwelche Serien im Fernseher gucken und Gartenarbeit für den Vater erledigen. Krass. Guck mal. Das ist krass. Und so. Digga, der hat nur Digga, der hat Nvidia gehackt. So einfach eine Firma, die
die ganze Welt so PC-Teile und Grafikkarten herstellt. Das ist schon eine riesige Firma, Nvidia, und die einfach erpresst um Millionen Bewährung. Der andere hat von einem Spiel ohne Erpressung, ohne nix Sachen geleakt, aber weil der sich einfach mit Rockstar Games angelegt hat, hat der lebenslänglich bekommen, Bruder. Nvidia hat halt nicht so krasse Anwälte wie Rockstar. Ja, das ist halt das Ding. Die haben halt... So vergingen die Monate. Junge, es ist der gleiche. Aber der Chat schreibt das doch auch gerade. Die sagen doch auch, ja. Schau doch weiter. Okay, sorry. Doch, Arion... Ich sehe schon die Kommentare bei Streamfrei. Junge, guck doch mal das Video, Alter. Du f***st mich so ab. Du redest die ganze Zeit mit dem Chat. Du schaust nicht auf das Video. Ich schaue auch jetzt nicht mehr auf den Chat. Es tut mir leid, Leute. Auch auf YouTube. Ich muss mich... Der Chat ist halt hier. Der lenkt mich ab. Ich kann da nichts für, wirklich. Ich muss auf den Chat ja irgendwie... Okay, ich gucke jetzt nicht mehr, tut mir leid. Hatte sich zuvor ziemlich viele Feinde in der Hacker-Szene gemacht. Und so legte eine andere Hackergruppe seine persönlichen Daten, inklusive Name, Adresse und Anschrift der Familie, weshalb wir jetzt auch diese ganzen Fotos mit den Fischen bewundern dürfen. Da man online mittlerweile sogar ein Kopfgeld auf den jungen Mann aussetzte, verfrachte die Londoner Polizei ihn aus Sicherheitsgründen in ein Hotel, welches er die nächsten Monate sein Zuhause nennen sollte. Und was macht Arion daraufhin? Er kauft sich in der Stadt einen 30 Pounds Amazon Fire TV. Ach so, jetzt kommt erst die Geschichte von Rockstar Games. Okay, okay, okay. Sorry, ja, ich habe ja noch nicht weitergeguckt. Ihr dürft mich doch nicht spoilern, Chat. Ihn zusammen mit einer Maus und Tastatur an den Hotelfernseher an und hackte sich mit Hilfe eines auch autistischen Freundes in die internen Server von Rockstar Games. Apparently, all you need is an Amazon Fire Stick. Wow! Nachdem er über das Mitarbeiterprogramm Slack, das ist sowas wie professionelles Discord, sich Zugang zu 90 Minuten Gameplay-Material und Quellcode der anderen GTA-Teile verschaffen konnte, postete er die Footage über einen Link, ganz stolz im Grand Theft Auto Forum. Hi, here 90 footage slash clips from GTA. Hi! Hier 90 Leaks von GTA 6, by the way, Leute, ne? Wenn ihr mal abchecken wollt, nebenbei. Auf Zweitbildschirm könnt ihr abchecken, während ihr gerade eine Runde zockt. Possible. I could leak more data soon. Und wisst ihr, was dort passiert ist? Die Leute haben ihn verarscht. I bet that Link has AIDS. 3 out of 10 for the effort. Try harder next time. Just download my damn videos. Hey Bro, can you also leak GTA 7 for us? Die haben das am Anfang nicht geglaubt in dem Forum. Die haben den ausgelacht, weil die dachten, that's fake. Holy shit, you guys are fucking annoying. Frustriert wie Arion war, schrieb er im Der arme Alter, und jetzt dachte er, ah, ihr wollt mich ficken? Hier, nochmal 90 Gigabyte, Bruder. Die Leute sich ficken gehen sollen und ging erstmal eine Runde schlafen. Und auf einmal fingen die Leute an, neugierig zu werden. Forenmitglieder schauten sich Stück für Stück die Videos an. 90 ja. Minuten Gameplay-Footage und dann. Ich hab nichts gesehen davon, von diesen 90 Minuten. Ich hab. 90 Minuten ist so viel. Ich habe niemals 90 Minuten gesehen. Ich habe vielleicht mal so auf TikTok so zufällig, wenn ich gescrollt habe, paar Sekunden, Minuten Ausschnitte gesehen. Ja, als die User... Willst du sehen? Nein, das bietet dir auch keiner an. Was genauer betrachteten, fingen die Zweifel langsam an zu schwinden. Stück für Stück begannen die Leute daran zu glauben. Und nach ein paar Seiten hitziger Diskussion im... You stupid morons, it's real. Forum waren die Mitglieder sich einig. Die Footage ist echt. Oh my god, I am coming, mods don't ban me, this is fucking history. Let's fucking go. I saw GTA 6. Auf einmal alle Fan geworden über Nacht mit dir. Eyes, this is crazy. My god, krass. Made an account. Was das in das Ding ist, die Leute in diesem Forum. Ich wollte es gerade sagen, die Leute in diesem Forum, die haben das einfach als allererstes gesehen. Digga. Just to say, I was here. I was here. I was here. It's real. My dad works for Rockstar and he's crying because of these leaks. Dann wurde es auf YouTube hochgeladen, auf Twitter geteilt, der ganzen Stadt erzählt, als Hologramm in den Himmel projiziert, in den Mond gelasert und naja, den Part der Geschichte kennen wir ja schon. 2025! I might have a son by then! Arion ist nach einem entspannten 8 Stunden. Das hat am Ende halt alles gefickt, ne? Trailer richtig geil und dann am Ende diese Zahl so. Bäh! Du dachtest so, okay, es wäre krass gewesen, wenn er 2024 steht, aber nein. Schlaf dann aufgewacht und wunderte sich, dass er damit viral ging und ganze 3000 Telegram-DMs hatte. Unexpectedly viral, he says. Are you fucking retarded? Dieser Junge hat die Büchse der Pandora geöffnet und wunderte sich, dass er viral ging.
Ey, wie hat er das gemacht? Weiß man das, wie er das gemacht hat mit diesem... Also nicht, dass ich das jetzt auch machen will, niemals. Ich distanziere mich ja davon. Aber es ist einfach interessant, wie so ein junger Typ, so ein kleiner Butschi, wie er das gemacht hat. Ja, mit diesem Fire... Ich weiß, mit diesem Amazon Fire Stick. Ich habe das gesehen, Leute, ja. Aber ich würde gern in den Details genau wissen, wie er das gemacht hat. Also... Dem die Forumseite um ca. 25.000 Live-Viewer schwer. Du liegst vielleicht neue Kebab-Chef-Update. Dummheit der Mitarbeiter ausgenutzt mit Phishing Links. Was ist mit den Mitarbeitern passiert? Vera wurde und schon anfing zu laggen. This thread in a nutshell. Everyone is here. Schlug Arion auf der 105. Forenseite vor, dass Rockstar ihn doch auf Telegram kontaktieren solle, um dort gemeinsam einen Deal auszuhandeln. Mit einer Firma, die Leute schon verklagt, wenn man Mods für GTA 5 entwickelt. Ja, Rockstar Games hat wahrscheinlich jetzt so aufgestockt, die wird jetzt nichts mehr. Ich glaube, das war einmal so ein Rückschlag, das wird nie wieder passieren. I want $3 million. 49713 Shell Drive, Atlanta, Georgia. You're allergic to shellfish, you got two brothers, one sister. Sorry. We've completely removed your identity off the face of the earth. Doch noch bevor daraus irgendetwas wurde, stürmte das FBI bereits in sein Hotelzimmer und packte ihn live beim Hacken in die bereits nächste große Technologiefirma. Im Gericht wurde er als psychologisch nicht tragbar für ein Urteil bewertet, was mich glauben lässt, dass er wirklich Saul Goodman als Anwalt hatte und sitzt seitdem in Haft. This is what Victor. F, Alter, F. F an ihn. Der wird einfach... Der ist einfach ein Hubs. Das Ding ist, jetzt kommt GTA 6 nächstes Jahr raus. Was macht er denn dann? Vielleicht kann er trotzdem so ein paar Gameplays sehen aus dem Knast. Tree looks like, huh? Blessed are the peacemakers. Crazy. Sehr gutes Video, Mann. Tut mir nochmal leid hier an einen oder anderen Stelle. Ja, ich weiß, ich bin manchmal zu sehr auf den Chat fokussiert, dann entgehen mir wichtige Informationen im Video, aber ich versuche das zu bessern. Entschuldigt. Starkes Video, aber sehr, 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 sehr nice gemacht. Wie immer halt, ne? GTA 7 Leak. Super. Super. 5:30 Uhr aufstehen, bis du Elon Musk geworden bist. 5:30 Uhr aufstehen. Okay, nicht.